I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Nerd Island, heute zu Gast haben wir Nerd Place und das ist der White Walker, der aber kein YouTube betreibt. Da seht ihr meine Frau. Und ja, ihr seht, ich sehe ganz anders aus als sonst, dass ich damit zusammen, dass wir heute mal so einen kleinen Versuch starten, beziehungsweise so einen kleinen Test, den wir selber wissen wollen. Nämlich werden wir heute mal ein bisschen mehr ausgeben bei GameStop und wir wollen einfach mal die Reaktion des Verkäufers aufnehmen und das alles in einem Video festhalten. Gleichzeitig noch mal ein bisschen was dazu sagen, warum mein YouTube-Kanal jetzt schon wieder einen anderen Namen trägt und warum sein YouTube-Kanal einen anderen Namen trägt. Und ja, ich dachte mir so, aber das können wir nicht einfach so machen bei so einem schlichten, langweiligen Video. Wir werden jetzt so wannabe-mäßig mit den besten Möglichkeiten, wie wir können, hier so einen kleinen Vlog zusammen gestalten. Ihr wisst, normalerweise sind wir ein Gaming-Kanal, aber wir versuchen es einfach und werden da gleich mal die Reaktion von dem lieben Verkäufer festhalten. Oder was sagst du? Ja, lass doch mal machen. Ja, lass mal machen, oder? Ja. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, nicht abonnieren, vergessen, ne? Und auch auf seinen Kanal mal vorbeischauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. Prost von ihm. So high, and I stay there forever. You took the high road, I took the bottom. Jo Leute, was geht ab? Und da sind wir jetzt auch schon beim... Da sind wir bei mir zu Hause endlich angekommen und wir haben es leider nicht geschafft. Wirklich, wir haben es leider nicht geschafft. Leider, wirklich. In GameStop eine Aufnahme hinzubekommen, da die Mitarbeiter gesagt haben, dass sie das nicht so wünschen. Wir hatten zwar Rohmaterial, sag ich mal, aber durften wir nicht verwenden, sonst hätten wir das Video direkt in die Tonne schmeißen können, weil es dann gestrikt worden wäre von GameStop selber und wer hat da schon Lust drauf. Aber wir haben natürlich als kleinen Beweis, ne, was vorbereitet. Schönen Kassenzettel. Schönen Kassenzettel, der etwas länger ausfällt, denke ich mal. Wer sich genehmigen möchte, Code als erstes natürlich merken, würde ich sagen. Ich fange mal an. Es geht hier los. Also. Da sind jetzt 3x50 Euro PSN-Karten drin und 2x für 8 Euro noch was PlayStation Plus jeweils für einen Monat. Soll ich es auflösen? Ja, es war Spaß, Leute. Braucht ihr gar nicht stoppen und gar nicht merken. Das ist nämlich das, was ich heute für den lieben Blazer ausgegeben habe. Er hatte mich gebeten, das Ganze zu besorgen und ich dachte, wir machen draus ein Daily und ein bisschen Pranky-Banky so. Ich habe mich extra so richtig fresh angezogen. Sieht man auch im Einschnitt. Also würde ich niemals freiwillig, freizeitig rumlaufen so. Ich bin eher mehr so der Jogger-Typ. So Jogger, T-Shirt, Hoodie, fertig. Aber hat auf jeden Fall gebockt und hat richtig Spaß gemacht eigentlich. Also sowas mal auszuprobieren. Und ich denke mal, er hatte auch dabei Spaß, weil es war richtig... Naja, man wurde von jeder zweiten Seite doof angeguckt, als wäre man irgendwie was Gehobenes so. Und die gucken dann direkt so, der muss doch bestimmt irgendwie so Anwalt oder Bürokaufmann oder sowas sein. Das war schon richtig geil. Bei GameStop selber die Reaktion der Verkäuferin, wie sie mich dann angeguckt hat, so richtig am Anzweilen so. Ich so, mit Date oder was? Ah, nein, Spaß beiseite. War schon lustig auf jeden Fall. Ja, und ja, Blazer, dein Abonnenten, ne? Schön auf meinen Kanal gucken lassen, ne? Ich meine, so eine Scheiße mache ich nicht nochmal. Das war so scheiße anstrengend heute. Ne, aber... Von mir wäre auch schön, Papa. Und natürlich hier, bei ihm vorbeischauen, ist der erste Link in der Beschreibung. Und Leute, nicht vergessen, mal auf der Webseite Merchandise nachzugucken. Vielleicht gönnt ihr euch ja mal was. Man weiß nicht. Ihr schreibt mir einfach dann und aktiviert die Glocke. Die ist nämlich sehr wichtig, ja. Weil... ich mitbekommen habe, dass man dann die Videos halt nicht mehr so wirklich mitbekommt, sag ich mal. Man hat die Person zwar abonniert, aber man bekommt keine Benachrichtigung mehr. Wäre ja doof, wenn ich ein gutes neues Video rauskriegen würde. Ja. Wenn ihr natürlich Vorschläge habt, was wir beide oder generell mal ein paar Leute aus dem Team Evox machen können, tja, haut raus, schreibt es in die Kommentarleiste. Wir lesen das Ganze durch, das Beste wird dann rausgepickt und das benutzen wir dann dementsprechend dann einfach im nächsten Video.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen fetten Daumen nach oben da. Schaut bei ihm vorbei. Und ja, also wie gesagt, wir sind echt mal gespannt, was eure Vorschläge da sind, ob überhaupt welche kommen, ne? Und ich hoffe, es ist nicht zu krasse. Wir dann auf jeden Fall mal was machen, wo ihr wollt, wo wir hingehen oder sonst was. Also man kann alles planen, man kann alles machen. Ein Haus oder was ich. Oder weiß ich nicht, mal so eine Session, ey. Wie würdest du oder so, weißt du, so einfach mal draußen rumrennen, Leute befragen oder irgendwie sowas. Hätten wir euch, auf alles haben wir Bock natürlich, Fokus Gaming, aber sowas ab und zu mal zu bringen oder jeden zweiten, dritten Tag. Ja, warum nicht? Macht auf jeden Fall Spaß und ich würde sagen, Leute, wir sind raus. Kalli nicht da, bis zum nächsten Video. Ciao.